Matthew McConaughey in Dallas Buyers Club schauspielerisch abliefert, ist ja wirklich erste Sahne. Zu Recht träumt der jetzt Golden Globe und das alles ab. Ah, nee, erstmal hat er sich 20 Kilo runtergehungert. Es spindelte. Der Film spielt in 80ern, als AIDS so langsam publik wurde. Der ist so ein Rodeo-Typ. Reitet auf so Bullen rum und ist völlig homophob, macht sich über Schwule lustig, verachtet die und das war noch zu der Zeit, wo das rauskam, dass Rock Hudson ja schwul war, da machen sie sich lustig drüber, im Grunde ist das so ein richtiges Arschloch. Ja, und dann hat er einen Unfall, fliegt da vom Bullen runter und muss ins Krankenhaus und bei der Gelegenheit stellen sie fest, der arme Junge hat AIDS. Na, für den bricht ja eine Welt zusammen. Ich und AIDS, wo der nur mit Weibern rumhurt. Auch Koks wird genommen und die Weiber werden vernascht nach Strich und Faden. Im Grunde ist das ein ganz mieser Typ. So, der hat erstmal einen Schock. So, was machen die da? Die Pharmalobbyisten bringen ja das ACT raus. Obwohl sie wissen, dass dieses Medikament ganz üble Nebenwirkungen hat. Matthew McConaughey spielt den Ron Woodruff, den es auch wirklich gab. Und der sagt, nee, dieses scheiß Medikament nehme ich nicht. Haut im Krankenhaus ab, hört da, dass es einen Arzt in Mexiko gibt, der ganz andere Medikamente hat. Jetzt baut der so einen Handel auf. Obwohl der körperlich total schwach ist, entwickelt der eine Energie, weil er sagt, das können wir den Kranken nicht zumuten. Holt auf illegale Weise dieses Medikament aus Mexiko rüber nach Amerika, gründet diesen Dallas Buyers Club, da muss man Mitglied werden, die gewisse Mitgliedsbeitrag bezahlen und dann kriegen die AIDS-Kranken die Medikamente, die er da aus Mexiko ranholt. Naja, irgendwie ist das ja eine illegale Sache und die Bullen kommen dahinter und so. Und der kämpft und macht. Und der Jute ist auch, wie der sich wandelt. Da ist so ein Transvestit, Jan Süß von Leto gespielt, der ja auch Preise abräumt als bester Nebendarsteller. Auch zu Recht, zu Recht. Und wie der diese Verachtung gegen Schwule langsam verliert und sich für die einsetzt und macht und tut, das ist grandios. Ich habe ja den Matthew McConaughey immer für so einen durchschnittlichen Schauspieler gehalten. Aber seit dieser Rolle finde ich den ja ganz großartig. Der hat zum Beispiel in Wolf of Wall Street eine kleine Nebenrolle, das macht er auch ganz toll. Also in meinen Augen ist der Typ gewachsen als Schauspieler. Der Film ist kritisch gegen die Pharmalobbyisten, denn die Wandlung von dem Typen, wie der sich für die Schulen einsetzt, macht und tut, obwohl er körperlich im Wrack ist, die Kräfte, die der mobilisiert, also das ist ein Film, der wirkt noch ganz lange nach, sollte man sich auch ankicken, weil alleine die schauspielerische Leistung von dem, das ist sehenswert.